Auf dem Wunderhof blühen gerade wieder überall die Löwenzahn und wie jedes Jahr kann ich einfach nicht widerstehen, die zu malen. Aber manchmal ist es so, dass man halt nicht viel Zeit hat und dann weiche ich gern auf den impressionistischen Stil aus, weil man da nicht so super genau malen muss, sondern weil es da vor allem um den farblichen Eindruck geht. Und wie ich das Ganze umsetze, möchte ich euch in dem folgenden Video gern zeigen. Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Videos hier auf YouTube begleiten. Und ohne weitere Vorrede schauen wir uns an, wie wir diese schönen Löwenzahn malen können. Vom Material her verwende ich heute meinen eigenen Künstlerkasten mit Künstlerfarben. Das muss aber nicht sein, ihr könnt das Ganze auch mit einem Studiokasten machen, weil ich mich von den Farben her auf die Farben beschränke, die ihr da auch drin habt. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall das Cadmiumgelb oder Echtgelb, was ihr halt drin habt, dann ein Zitronengelb, dann das Cadmiumrot oder Cadmiumorange, wenn ihr das habt. Dann nehme ich für die Grüntöne Preußischblau und mische das mit gebrannter Siena und mit meinen Gelbtönen. Ihr könnt natürlich auch die fertigen Grüntöne verwenden, ist auch völlig in Ordnung. Und dann brauche ich ein bisschen Ultramarinblau und vielleicht einen von den pinkfarbenen Tönen, also entweder das Krapplack Dunkel oder Krapplack oder Magenta, könnt ihr euch aussuchen. Von den Pinseln her nehme ich hauptsächlich einen 6er für die Blüten und für den Hintergrund einen großen, das ist ein 12er. Es würde aber auch ein 10er reichen, das ist auch nicht so schlimm. Und wenn es jemand ganz genau haben möchte, wenn er also die Adern vielleicht sehr deutlich darstellen wollt in diesen Blättern vom Löwenzahn, dann würde ich euch noch eine Feder empfehlen, wo man die Adern reinkratzen kann. Aber bei einem impressionistischen Bild, so wie ich das jetzt mal, muss das eigentlich nicht unbedingt sein. Dann werde ich als Vorlage ein Ölbild von mir nehmen. Das habe ich letzte Woche schon gemalt, gefällt mir eigentlich recht gut. Ich habe bloß die Komposition noch ein kleines bisschen verändert, habe die Blüte da in den Vordergrund gesetzt, aber ansonsten habe ich mich da schon festgelegt. Und zwar habe ich das Glas direkt in die Mitte gestellt, sodass der Schatten darüber fällt und dadurch kriegt das Ganze ein ganz leichtes Gewicht nach rechts. Und deswegen ist dieses Blatt hier, das da so runterfällt, das ist ganz wichtig, um das auszugleichen. Und ansonsten habe ich mich an die üblichen Kompositionsregeln gehalten, nur der Abstand immer links und rechts von den Motiven zum Bildrand und oben und unten sollten ziemlich gleich sein. Und bei Blüten ist es so, dass man immer möglichst so 5 oder halt eine ungerade Zahl nimmt, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, und was ich auch noch immer gern habe, ich mag immer ganz gern, wenn ich Blumen male, dass ich mir eine echte Blume daneben lege, damit ich immer schauen kann, wie die gewachsen sind. Auch wenn wir das jetzt nicht sehr detailliert machen, aber so ungefähr, dass man halt sieht, okay, da gehen die Blütenblätter nach unten, da gehen sie nach oben, dass man einfach das botanisch wenigstens ungefähr richtig macht. Ja, und das ist eigentlich jetzt schon alles, was man an Vorrede braucht. Ich fange jetzt mit der linken Blüte mal an und deut mir mit den Strichen mal an, wie die ungefähr aussieht. Ich habe die da oben, haben wir die Striche in die andere Richtung. Unten sieht man sie ganz lang. Und da, wo man gerade drauf schaut, da werden die Striche einfach kürzer. Und da machen wir uns jetzt auch noch keine große Mühe, das zu gestalten. Was ich allerdings mache, ist, dass ich da oben den Bleistiftstrich wegmache, weil ich nicht möchte, dass man den später durchsieht. Das werde ich dann auch da herüben, werde ich die nochmal ein bisschen zurücknehmen.
Ich habe es jetzt bloß für euch deutlicher gemacht, dass ihr sehen könnt, was ich tue. Und für da oben, für den Teil von Löwenzahn, mische ich jetzt ganz wenig Cadmiumrot in das Gelb, dass das halt so ein leichtes Orange gibt. Und deute da jetzt schon an, dass da die kleinen Blütenblätter nach oben gehen. Und das kann aber ganz locker sein, da müsst ihr überhaupt keine Sorge haben. Weil wichtig ist bei einem impressionistischen Bild, dass so der Eindruck stimmt. Dass halt das so ausgefranst aussieht und dann weiß es eigentlich jeder. Weil beim Löwenzahn ganz typisch dann später diese grünen kleinen Blätter sind und dann weiß sowieso jeder, was gemeint ist. Okay, dann für die Blüten im Schatten nehme ich jetzt mal das kühle Gelb mit dazu. Die dürfen auch ruhig alle immer so ein bisschen unterschiedlich von der Farbe her sein. Und die haben wir jetzt so rüber, die ist da ein bisschen im Schatten. Da haben wir ein bisschen ein kälteres Licht, weil es schon weiter im Schatten ist. Und die legen wir wieder genauso an wie die andere. Bloß da im Schatten geben wir ein bisschen von der gebrannten Sienna dazu, dass es halt insgesamt ein bisschen dunkler wird. Und vom Farbton her ein bisschen kühler als da herüben, wo wir das Orange gehabt haben. Und bei der Blüte, da machen wir so den Ton dazwischen, also ein bisschen von dem kühlen Gelb noch dazu, aber schon mehr Cadmiumgelb wieder, dass wir da so eine Art sanften Übergang von Licht nach Schatten haben. Und die sieht man ein bisschen mehr so frontal, so. So, und als nächstes machen wir jetzt die Pusteblume. Das ist von der Farbe her so ein ganz leichter Grauton. Den mische ich mir aus Ultramarinblau und gebrannter Sienna. Und ganz wenig Cadmiumgelb, dass das ein bisschen wärmer wird vom Farbton her. Und dann brauche ich einfach ganz viel Wasser. Und dann nützt mir das jetzt auch, dass das Wasser da schon so ein bisschen gefärbt ist, weil dann kommen immer auch diese Gelbpigmente, kommen jetzt auch in meiner Pusteblume vor. So, und dann mache ich das ganz, ganz leicht grau und lasse aber immer wieder weiße Stellen dazwischen stehen, dass halt so diese Lichtreflexe mit drin sind. Und in der Mitte wird das Ganze so ein bisschen dunkler. Aber wir lassen auch da immer wieder weiße Stellen, weil ja da diese kleinen Flieger immer auch noch drüber sind. So, und dann lassen wir das jetzt alles mal trocknen und machen einstweilen so diese anderen Blüten, die Verblühte und die neue. Und wenn das ganz trocken ist, gestaltet man die noch ein bisschen ausführlicher. Also für das Grün nehmen wir das Preußischblau mit der gebrannten Sienna. Das gibt so ein ganz dunkles Grün. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was von unserem Gelbton dazu. Und dann passt es auch farblich hinterher gut zu unseren Blüten. Und bei den grünen Blättern ist immer in der Mitte so auffällig, dass da so ein heller Streifen runtergeht. Und den müssen wir jetzt beim Malen natürlich freilassen. Und weil es aber ein impressionistisches Bild ja wird, darf das jetzt alles so ein bisschen fleckig und auch ein bisschen unterschiedlich von der Farbe her werden. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass das noch ein bisschen differenzierter aussieht, dann könnt ihr jetzt diese dunklen Adern,
könnt ihr da so ein bisschen reinkratzen und dann sieht es halt noch ein bisschen detaillierter aus. Aber es muss nicht sein. Und da in die Pusteblume rein darf das ruhig so unregelmäßig mit reingehen, dass man schon gleich diesen unregelmäßigen Rand durch das Grün rausarbeiten. Und zur Mitte hin das Ganze ganz einfach viel kräftiger anmischen von der Farbe her und sehr viel dunkler gestalten, weil es ja jetzt nach innen geht und da nicht mehr so viel Licht hinscheint. Und da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da wasche ich das jetzt einfach nochmal ein bisschen raus. Und dann kann ich gleich den grünlichen Streifen damit malen. Dann merkt man das gar nicht mehr. Dann machen wir die verblühte Blüte oben. Und da ist jetzt so das Typische, dass die da oben, dass da so weiß dazwischen rausschaut, ne, weil da jetzt dann später diese kleinen Flieger kommen. Und dass auch nach unten das so aussieht, als wäre das so gestreift. Und auf der rechten Seite ist das Ganze aber dunkler. Und in die Lichtseite machen wir das Ganze ein bisschen heller. Kann man einfach wieder so rauswaschen. Und die verblühten Blüten oben, die sind so ein bisschen orangefarbig. Die werden schon fast bräunlich dann ganz oben. Das ist auch nur ein schöner Farbtupfer, dass von der Komposition her auch genügend Gelb da oben ist. Und die letzte Blütenform ist jetzt diese Knospe, die noch geschlossen ist. Die ist von der Form her nach oben ein bisschen größer und hat auch wieder so diese Streifen drin. Und die mache ich aber jetzt diesmal mit der Feder rein, damit es ein bisschen feiner wird. Und auch in der Schattenseite einfach wieder ein bisschen dunkle Farbe reintupfen, dass der Licht- und Schatteneffekt gegeben ist. Und dann diese Krone oder diese kleinen Blätter da unten, da mische ich mir jetzt aus den Farben, die ich benutzt habe, mit dem Braun, so einen ganz hellgrünen Ton mit einfach ganz viel Wasser. Kann auch an manchen Stellen so ein bisschen rötlich wirken. Weil beim Blumen ist immer ganz wichtig, dass man möglichst eine Bandbreite an Farben drin hat, dass man nicht versucht, die so einfarbig anzupinseln. So, und die letzte Blüte ist jetzt noch die da hinten, die man bloß so halb sieht. Die mache ich ziemlich dunkel. Und die ist im Grunde genommen eigentlich bloß ja, so ein gelblicher Fleck da hinten, der zwischen den Stielen durchschaut. Ja, und jetzt mache ich einfach mal bis daher weiter, lasse ich euch im Zeitraffer zuschauen und dann, wenn ich das Glas mache, dann schalte ich wieder ein. Und Glas zu malen ist eigentlich nicht schwer, das schaut bloß immer so aus, weil man halt vom Denken her immer meint, ja Glas, weiß ich ja gar nicht, wie ich das gestalten soll. Im Endeffekt ist es das Einfachste, ihr tut, als wäre das nicht da. Das Einzige, was ihr beobachten müsst, ist, dass an der Stelle, wo die Stängel in das Wasser eintauchen, dass da sich meistens das bricht, und die Stängel dann unterhalb von dem Wasserrand ein bisschen versetzt im Glas drin ausschauen. Aber wie gesagt, am besten ist, ihr tut, als wäre es nicht da und malt einfach eure Stängel und eure Stiele weiter
so wie ihr sie halt seht. Und dann, wie gesagt, das einzige Kritische ist, dass man da aufpasst und den Stängel jetzt ein kleines bisschen versetzt malt. Und je nachdem, wie sich das auch dann verhält, das ist von Glas zu Glas ein bisschen unterschiedlich, kann es sein, dass da unten das, wenn es weiter hinten ist, dass das dann so ein bisschen verschwimmt. Aber der Betrachter weiß das eh nicht. Und wenn er das nicht könnt, dann tut er einfach so, als würde man den Stängel oder die Blätter ganz normal sehen. Ich mache jetzt mal die ganzen hellen Stängel zuerst und dann fülle ich das Ganze noch mit den dunklen Blättern aus. Dann fülle ich den Boden aus, wo man den so ein bisschen sieht. Und da hat das Glas so wie so kleine Perlen. Und das möchte ich unbedingt mit drin haben, weil ich finde das dekorativ. Da hinten sieht man es vielleicht nicht alle. Und dann habe ich an der Stelle, wo das Licht durchscheint, habe ich eine sehr helle Stelle, die dann auch im Schatten sich nochmal spiegelt. Und die zwei Sachen, die muss man jetzt unbedingt auch weiß lassen. Ich deute mir die jetzt gleich mal an, dass ich die nicht zumal. So, und jetzt ist das Geheimnis ganz einfach, dass ich einen leicht bläulichen Ton nehme und jetzt mal die Konturen nachziehe. Und immer so ein bisschen Lichter freilasse auch. Auch da, wo dieses Wasser zu sehen ist. Und ansonsten einfach an ein paar Stellen das Blau so ein bisschen drüber ziehe, als würde das Glas an der Stelle so ein bisschen verschwimmen. Und da kann man ruhig auch ein bisschen einen rötlichen Farbton mit reinnehmen, weil ja die Löwenzahn unten immer so ein bisschen leicht rot sind. Und auch ein bisschen was von dem Gelb, sodass immer so der Eindruck entsteht, als würde sich da eben irgendwas drin spiegeln. So, und dann legen wir den Schatten gleich an, weil der ein ganz wichtiges Gestaltungselement ist. Und achten auch darauf, dass wir das jetzt nicht ganz ausmalen, weil ja da überall das Licht so ein bisschen durchscheint. Und dann lassen wir den jetzt mal einfach nach hinten verfließen. So, ich habe das jetzt ein bisschen sauber gemacht, weil ich jetzt den Hintergrund machen möchte. Und den würde ich jetzt bei den Löwenzahn so anlegen, dass ich um die Blüten rum ein ganz kleines bisschen einen Violettton habe, ne, so die Komplementärfarbe von dem Gelb. Und dann nehme ich das Ultramarinblau und gebe ein bisschen von meinem Grablack dazu. Und den Rest, den gestalte ich ganz unregelmäßig mit Grautönen. Und zwar mit einem Grau-Grün, das ich eben aus den Farben jetzt wieder mische, die ich im Bild sonst verwendet habe. Und ich setze dann auch überall ein bisschen Farbflecken mit rein, dass man halt so das Gefühl hat, diese Löwenzahn, die spiegeln sich jetzt irgendwo im Hintergrund. Und bloß falls die Frage kommt, ich wechsle das Wasser mit Absicht nicht aus, immer damit ich die Pigmente, die ich da im Bild verwende, damit ich die gleich bei meiner Mischung mit drin habe. Dann kann es mir nicht passieren, dass ich irgendwelche fremden Farben in den Hintergrund setze, sondern ich habe das immer als Harmonisierung von meinem ganzen Bild. Die Details mache ich jetzt hauptsächlich mit dem kleinen Pinsel und ich fange jetzt erstmal an, dass ich überall nochmal Schatten verstärke. Und zwar jetzt mal zuerst bei den ganzen grünen Teilen. Und da ist es halt immer wichtig, dass man nicht zu viel macht, dass man überall bloß andeutet,
dass halt einfach die Zeichnung von dem Ganzen so ein bisschen verstärkt wird. Das hintere Blatt, da gehe ich mit einem bläulichen Ton jetzt nochmal drüber. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das beim Stillleben nicht anders ist wie in der Landschaftsmalerei. Nach hinten werden die Farben nicht nur blasser, sondern sie werden auch blauer. Und wenn ich da jetzt so ein bisschen einen Blauton drüber lege, dann weicht es in den Hintergrund zurück und man merkt, dass das Blatt eben ein ganzes Stück weiter hinten ist. Und das habe ich in einem früheren Video auch schon mal gezeigt. Was ich ganz oft mache, das ist, dass ich viel Weiß um meine Blüten und um meine Blätter herum stehen lasse, dass so der Eindruck von Licht und Schatten entsteht, ohne dass ich da jetzt das Blatt großartig gestalte, sondern einfach dadurch, dass eben da diese weißen Flecken stehen bleiben. Das ist im Impressionismus gang und gäbe und es erspart euch halt ganz viel Detailarbeit. Also wenn ihr jetzt jemand seid, so wie ich, der eben gern so ein bisschen, ja, nicht so zeitaufwendig arbeiten möchte, dann ist das ein guter Tipp für euch, dass ihr eben diese Weißräume stehen lasst. Ja, und so gestalte ich das Ganze grün. Und jetzt zeige ich euch bloß noch an einem Beispiel, wie man das Ganze mit der Löwenzahnblüte macht, weil da funktioniert das ganz ähnlich. Ich gehe an ein paar Stellen, ich hole mir nochmal so eine ins Bild, an ein paar Stellen, ne, gehe ich mit Dunkel rein, so unten. Und auch unterhalb von der Blüte kann man jetzt noch diese kleinen grünen Blätter andeuten und mit einem sehr gelblichen Orange kann man da oben diese kleinen Blütenblätter nochmal ganz fein malen, weil die halt so ganz typisch sind. Und bei der Pusteblume, die ist jetzt schon ein bisschen abgefallen mittlerweile bei mir. Da mache ich jetzt bloß noch ein paar so kleine Punkte rein und deute halt an ein paar Stellen an, dass da diese Samen vielleicht sich schon auf den Weg machen, so wie es bei mir ja tatsächlich ist. Und verstärke halt dieses Pflaumige nochmal ein bisschen so. Das kann im Endeffekt, kann das alles ganz undeutlich bleiben. Und beim Rest lasse ich euch im Zeitraffer wieder zuschauen, weil das ist jetzt wirklich immer nur eine Wiederholung von dem, was ich gerade schon gezeigt habe. Und weil ich jetzt gerade festgestellt habe, als ich es aufgestellt habe, dass mir da noch so ein Gegengewicht fehlt, weil von der Komposition her das jetzt zu sehr eine Linie geworden ist, mache ich da jetzt noch, ja, tue ich so, als wäre da noch ein Löwenzahnblatt und mache das schnell noch her und gleiche das aus. Wie immer, wenn man mag, kann man jetzt noch irgendwie so Spritzer drauf machen. Ich habe schon ein paar so gelbe gemacht. Könnte man jetzt auch mit bläulichen Spritzern machen. Ich mag es jetzt nicht, aber probiert das ruhig aus. Das kann auf jeden Fall auch sehr gut ausschauen bei dieser Art von Malerei. Zum Schluss zeige ich euch jetzt noch die zwei Beispiele, und zwar das Löwenzahnbild mit Öl und das mit Aquarell nebeneinander. Einfach, dass ihr vielleicht den Unterschied seht und ja, euch vielleicht auch mal überlegt, ob ihr lieber mal mit Öl probieren wollt, weil das halt von der Farbwirkung her nochmal ganz anders und ganz interessant ist. Das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid und freue mich schon drauf. Bis bald!